willkommen zurück hier bei dem Landwirtschaftssimulator 15 mit dem Ice Dragon und dem Bio an meiner Seite. So, wir stehen jetzt hier vor dem Shop. Leider ist mir ja ein Unglück passiert. Ich habe schon Fauxpas, genau. Ja, ich habe schon einen Traktor gekauft. Eigentlich wollten wir das ja alles filmen, aber naja, nun ist zu spät. Und ja, hier steht er. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir haben bisher, wie gesagt, nur den Traktor gekauft und wir haben ihn noch nicht benutzt. Er steht immer noch hier. Das Gewicht ist nur dreckig, weil wir ausgetauscht haben. Genau. Und wir haben jetzt den Same gekauft. Hast du die Daten jetzt mal kurz parat? Vom Same einen Moment. Die Daten kann ich dir sofort durchgeben. Wir haben den Same Fortis 190 gekauft für ganze 142.000 Euro. Da kostet 240 Euro pro Tag, hat 190 PS und ja, kann man halt für alle möglichen landwirtschaftlichen Aufgaben benutzen. Genau, und den haben wir zufällig eigentlich entdeckt, weil wir nochmal gegrübelt haben, weil uns hätten jetzt noch 50.000 gefehlt, bis wir den Lamborghini kaufen hätten können. Und ja, sind auf den noch gestoßen. Haben wir denn gesagt, jo, kaufen wir doch den. Genau. Für unsere Verhältnisse, was wir brauchen, zwecks Leistung für die Sämaschine, die dann auch grubbern kann, die wir gleich mit euch zusammen kaufen werden, reicht der vollkommen aus. Genau. Was Leistung angeht. Und jo. Also seid bitte nicht traurig, wie gesagt, war ein doofer Fehler gewesen von mir. Dafür verkaufen wir jetzt den ganzen anderen Schund hier, den wir nicht mehr brauchen. Diese kleine, ja, Mistteil und den anderen. Total verdreckte Sämaschine, genau. Genau, und diesen komischen Gruber hier, mit dem man sowieso nicht machen kann. Ja. Gut. Fangen wir an. Also, wir verkaufen den AgroStar 6.61 für 30.000. Ja, 600. Verkaufen wir den Trecker, weg ist er, genau. So, dann verkaufen wir die Vitasm 302 ADD für 9.000. Sämaschine? Genau, weg. Und dann verkaufen wir jetzt die Drio 300M für 5.640 und das ist auch weg. Aber irgendwie stimmt das mit meinem Geld jetzt nicht. Ja, ich habe den Rest die Hälfte bekommen. Ach so, ah, separaten Konto. Ich habe ja ein separates Konto und damit kriege ich die andere Hälfte. Genau. Genau. So. Dann... Ja, kauf du mal. Ich habe ja gerade den Traktor gekauft. Oder soll ich kaufen? Oder kauf du mal, weil dann können die Zuschauer auch sehen, genau, wie das mit funktioniert. Ich habe mir übrigens eine neue Maus geholt, also sollte jetzt alles ein bisschen besser funktionieren. Also die Sämaschine. Und zwar war es die von Federstadt, ne? Ja, die Federstadt. 180 PS, wir haben jetzt 190 PS, also reicht gerade mal so. Gekauft. Ihre Auswahl wird gekauft. Ja, hoffentlich siehst du das jetzt auch. Du siehst sie, hoffentlich an? Nee, noch steht bei mir, ihre Auswahl wird gekauft. So, jetzt ist bereit. Jetzt hat sie kurz gehangen, ja, und jetzt ist er auch da, Gott sei Dank. Oh. Weil wir hatten eben, liebe Zuschauer, das Problem, wo der Bio den Trecker gekauft hat. Der hat ihn gekauft und wir waren beide am Shop, er hat ihn gekauft und der Trecker war für mich nicht sichtbar, für den Bio schon. Der Bio ist auch eingestiegen und war dann plötzlich für mich einfach verschwunden. Ein kleiner Bug anscheinend bei der Synchronisation, aber... Wie ihr seht, haben wir jetzt eine richtig schöne große Sämaschine. So, gucken wir sie mal an und klappen sie mal aus. Genau, dann macht sie nochmal auf, damit sie die Zuschauer auch sehen können. Boah, das ist nämlich eigentlich der Fuhrpark für den Ice Dragon. Weil wir hatten uns immer so, also in dem Landwirtschaftssimulator 2013 immer so drauf geeinigt, dass der Ice Dragon immer gerubert hat, gesät hat und gedüngt hat und ich bin dann halt immer mit meinem Mähdrescher hinterher gefahren. So. Ja, weil es nicht immer so die hundertprozentige Arbeitsteilung ist. Du hast ja auch manchmal ein paar Sachen davon übernommen. Ja. Was durchaus hilfreich ist, weil alleine hat man doch noch echt immer Schwierigkeiten sonst. So, und? Wie sieht's aus? Schön, schön. Ausgeklappt. Auf jeden Fall schon mal größer als die wir vorher hatten. Ja, definitiv, ja. Wie gesagt, Leute, diese Sämaschine grubbert gleichzeitig. Das heißt, deswegen haben wir uns jetzt auch keinen neuen Grubber gekauft. Das können wir später vielleicht irgendwann nochmal nachholen, wenn wir das passende Geld dazu haben. Weil dann holen wir uns irgendwann ja auch mal eine größere Sämaschine. Und die größeren Sämaschinen können dann wiederum nicht grubbern. Aber gut, das ist nicht weiter tragisch, denke ich mal. Ich habe gerade auch gesehen, als der Bio das Ding aufgeklappt hat, wunderbar schön gesehen, dass diese Schläuche, die hier runterkommen, zu den einzelnen Seereihen, so nach dem Motto,
nicht einfach nur starre Sachen sind, die beim Aufklappen sich so einfach irgendwo anschließen plötzlich, sondern die wirklich dann schön sich mitbewegen und fast wie wirklich echte Schläuche sich ja verhalten, so nach dem Ja, Motto. klappt doch mal zusammen. Ich klappe es mal zusammen, genau, dann könnt ihr das einfach mal jetzt mitsehen. Genau, dann mache ich es mal wieder zu. So. Genau, ja. So wie es sein muss. Überweis mir mal bitte dein Geld, weil irgendwie geht das Geld schneller runter als wie. Achso, aber du musst. Denk dran, du musst noch. Achso, jetzt hast du alles überwiesen. Na, du. Ja, ist doch egal. Naja, du musst ja noch voll machen, ne? Auffüllen. Ja. Ja, und dann habe ich halt ein Minus auf dem Konto. Ist ja egal. Gut. Na dann fahren wir los. Ja, ist dabei. Mit einem neuen Traktor. Ich muss ich aber wenden, weil hier ist kein Ausgang. Vielen Dank. So, wie ihr seht, wahrscheinlich, ich hoffe, beim Bio ist der Warnblinker ja auch an. Also kannst du den sehen bei mir? Ja, ne? Ja. Ihr seht, ich hab die Tasse für den Warnblinker gefunden. Ja, Blinker gibt's auch. Genau, man kann auch rechts und links blinken. Jetzt biegen wir hier einfach mal ab. Nehmen Sie. Ja, dann haben wir den Blinker angemacht für rechts. Der geht leider nicht automatisch aus, also den müsst ihr selber abschalten. Die könnt ihr einfach dann durch erneutes Drücken der Taste könnt ihr die dann wieder. Genau, der rechte Blinker, der linke Blinker ist mit der 1 betätigt, also mit Numpad 1. Und der rechte mit der 3 und der Warnblinker dann mit der 2. Und ich habe schon Schwierigkeiten, den Berg hier hochzukommen. Ja, ich fahre ab 20 km/h, das ist der Hammer. Ich möchte betonen, die Maschine ist noch leer, die ist nicht gefüllt. Könnte ja spaßig werden. Aber wir gucken uns Ja, gleich mal an, wie das so genau, die auf Leistung dem reicht halt Feld. gerade so aus, glaube ich, von dem Trecker für die Sämaschine. Es schafft zumindest, sie hochzuziehen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Je Ja, es nachdem, sind was kommt. 10 PS mehr, ne? Als wie Sicher? der 170, ne, wollte er haben. 170? Nee, der Trecker muss 180 haben. Der Trecker hat 190, okay, 190. Also so rum. Aber ist es sind doch 10 trotzdem 10 PS. mehr, richtig. So, ich biege mal gleich hier ab, weil dann komme ich nämlich auch schon Richtung Auffüllen der Saatmaschine. Der See-Grubber-Kombination, so nach dem Motto. Der Bio hat mir mal schnell 10.000 Euro gespendet. Genau, damit du umgehen. Ja gut, könnte ich ja eh, das ist ja dann jetzt Problem gewesen. So, dann füllen wir das Ding auf und. Aber wir sollten dann auch anfangen, denn irgendwie bei Zeiten den Kredit dann abzuzahlen. Das können Ja, wir auch wir noch haben dazu uns jetzt ja sagen. hoch verschuldet dafür, genau. Genau, wir haben jetzt sind jetzt bis zum Anschlag jetzt verschuldet bei der Bank. Haben uns jetzt nochmal Genau. 100.000 geliehen. Wenn ihr auf normal spielt, fangt ihr ja schon mit 100.000 Euro Schulden an. Genau, und ich kann euch jetzt sagen, das Auffüllen allein dieser Maschine hat jetzt locker mal 2.600 Euro gekostet. Weil bei mir waren es 1,3, bei dir waren es 1,3, also sind es knapp 2,6. Also nicht Ich ganz warte mal 2,6, aber jetzt so in genau. etwa. Warte So, mal ich jetzt, ob weiß das nicht, fällt. Bio, ob dir gerade zeigen wird, wie die Maschine funktioniert oder ob du einfach zugucken willst, wie ich das Ja, wir mache. gucken zu, genau. Ihr guckt zu. Wir lassen dich Alles mal klar, wir arbeiten. gucken zu. Das Aber Feld hier neben uns ist ja schon fertig ich kann gewesen, ja aber das schon hier jetzt nicht. die So, man Sämaschine muss anheben. nur gucken. Genau, ja, das Feld ist jetzt Die zwar, das Spritze Feld ist machen. jetzt zur Hälfte gegrubbert. Nur zur Hälfte, weil wir brauchen ja nicht weiter grubbern, weil jetzt haben wir ja eine See-Grubber-Kombination. So, dann klappen wir das wieder Stück mal Sollte auf. auf jeden Fall viel Arbeit uns abnehmen jetzt. Lieber Bier, was möchtest du hier drauf haben auf dem Feld? Naja, bringt ja alles nicht wirklich Geld, ne? Dann lassen wir es bei Weizen. So, dann senken wir das gute Stück mal und hoffen, dass der Trecker das Ding ziehen kann. Er kann. Und das nicht mal schlecht. Aber siehst du wirklich? Das sieht ja nicht danach aus. Ich sehe gar nicht. Genau. Ich bin natürlich wieder ganz clever. Ich senke die Maschine und vergesse sie einzuschalten. Kein Problem. Das ist schon jedem schon mal passiert. Bei dem einen oder anderen auf jeden Fall. Jedem vielleicht nicht, aber dem einen oder anderen auf jeden Fall. So, dann senken wir es normal, jetzt schalten wir es auch an. So, jetzt ist er definitiv an. Aber schon wunderbar, warum er so schnell fährt. Ja, genau, jetzt. Das fährt dann aber nicht nur, sondern jetzt wirklich sage und schreibe ganze 20 km/h schafft er jetzt noch. Ja, aber immerhin schneller als wie davor mit dem. Genau. Und eine höhere Breite haben wir ja auch als vorher. Genau, also es sollte jetzt alles wirklich schneller gehen. So.
wo wir jetzt auch schon an dem Punkt sind, wo wir jetzt eigentlich jetzt gar nichts mehr groß cutten brauchen, weil jetzt geht's ja eigentlich ratzfatz. Ja, dann müssen natürlich halt mal die Wachstumsphasen dann ein bisschen überspringen, weil ich glaube, dass ihr mit uns einen halben Spieltag oder so warten wollt, bis dann die Felder endlich mal erntefähig sind wieder. Aber wir könnten ja eigentlich noch die Option anmachen, dass es schneller wächst. Ja, das könntest du tun, ja. Dann machen wir das mal nochmal zusammen hier, Einstellung. Und dann haben wir hier Pflanzwachstum. Dann machen wir einfach auf schnell zurück. Und es ist eingestellt. Dann wachsen sie ein bisschen schneller. Aber wie viel schneller, werden wir ja mal sehen. Aber also im Normalfall haben wir jetzt mal gekriegt, dauert es wirklich so einen Spieltag. Ja, so in etwa, genau. Nee, Normalfall war das nicht. Das war auch schon schnell. Das haben wir in 2013 dann auch, ne? Nee, wir hatten hier wirklich den ganzen Spieltag jetzt schon gewartet. Hatten ja. wir hatten wirklich morgens mal fertig. Ups, jetzt habe ich das Feld übersehen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ist aber egal, ist ja auch Weizen. Da ist auch Weizen drauf. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber seht ihr, da die Maschine auch grubbern kann, kann ich mal locker schnell das andere Feld einfach übersehen. Also wenn ihr mal feststellt, ups, ich habe aus Versehen was Falsches gesehen oder nur auf ein Stück was Falsches gesehen, dann könnt ihr auch mit der Maschine einfach drüber gucken und sehen gleichzeitig. Yippie! Ja, somit geht es jetzt auch wirklich mal ein bisschen schneller voran. Also das war ja wirklich schon. Ja, allein die größere Arbeitsbreite macht es ja schon. Und der fehlende Arbeitsschritt des Grubberns da, der ja hier mit gleich abgedeckt wird. Das gefällt mir wieder gleich mit Seele drüben. Also den Bogen ein bisschen enger nehmen, genau. Ja, weil ab jetzt fängt ja der Punkt an, wo es dann auch interessant wird mit den neueren Techniken und. So, bis jetzt habt ihr natürlich noch nicht gesehen, dass die Maschine gleichzeitig grobert, abgesehen von der kleinen Ecke auf dem anderen Feld. Aber wir kommen ja gleich in den Bereich des Feldes, wo noch nicht gegrobert ist. Der kommt da oben gleich anschließend. Der Bio ist schon am Spritzen. Genau. Bio, kommst du noch mal kurz dazu, um zu gucken? Oh, warte, ich will nur noch schnell die Reihe zu machen. Selbstverständlich. Weil jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, wo noch nicht gegrubbert ist. Und da können wir dann mal sehen, dass die Maschine halt beides macht. Ja. So, genau. Jetzt fahren wir hier, ich meine, ein bisschen vorne gegrubbert ist ja noch gewesen, aber. Auf jeden Fall im hinteren Bereich wird jetzt auch schon gesehen, obwohl er noch nicht gegrubbert war. Und bei der nächsten Bahn sieht das jetzt auf jeden Fall gleich. Da hast du aber auch was vergessen, denn, ja? Ja, da fehlt uns der Ecke gesehen, ja. So, ja, genau, jetzt kommt. Jetzt kommt die andere Bahn und wir hätten aber wenn mit dem Felsen hier. Das wird noch stehen. Alles klar. Jetzt mal ein Stück zurück und dann kommen wir auch rum. So. So, und jetzt ist hier das ungegrubberte Feld und da fahre ich jetzt einfach rüber und. Ja, grubbert und sät gleichzeitig, das ist natürlich wunderbar. Yay, yeah, Schweinebacke. Das ist natürlich, ja, genau. Das ist natürlich genau ein Arbeitsgang, den man sich dadurch spart. Und außerdem haben wir halt eine höhere Arbeitsbreite noch. Das heißt, ihr spart dabei einen Haufen Zeit mit der Maschine. Und ja. Genau. Das haben wir jetzt. Das ist eine Zeitersparnis. Ja, definitiv. Weil wir haben jetzt auch mitgekriegt, also. Es ist wirklich schon, also die Ernte hier zum Verkauf, die ist natürlich schon sehr gering, auf nur auf normal. Wir hatten jetzt überlegt gehabt, nochmal auf schwer zu spielen, aber ja, ist vielleicht besser so, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass da dann die Schulden am Anfang noch höher sind. Ja, die werden wahrscheinlich dann auch total ausgereizt sein. Dann. Wahrscheinlich auf Anschlag, genau, und die werden trotzdem kaum Geld haben und der Tanke, der Korntanke jeweils wird relativ leer sein und ihr werdet vielleicht auch weniger Fahrzeuge haben, ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich gar nicht mal. Also wir hatten Fahrzeuge ja auch, sind eigentlich fast immer die gleichen, oder? Genau. Und ihr werdet auch wahrscheinlich auch die drei Felder haben, trotzdem weiterhin, wie dies ja gibt. Aber wie gesagt, ihr fangt halt schon mit vollen Anschlag an Schulden an. Ihr habt kaum Geld am Anfang. Die Silos, die werden so gut wie leer sein. Genau. Also das denke ich, das wird so sein. Ja, und dann natürlich. Der Verkauf von Waren, also ich jetzt sehe, der wird noch niedriger ausfallen, als wie bei uns jetzt hier schon. Wir hatten ja, im ersten Video hatten wir ja angefangen auf Laich und da kam der Raps dann mal doch schon so 2000 Euro pro Tonne. Ja. Und ja, jetzt liegt er irgendwie bei vielleicht 1100, bei knapp 1000, ja. Also, irgendwas über 1000, ja.
So, und wie ihr jetzt hier so schön sehen könnt. Auch sehen können, machen wir zum ersten Mal ein Let's Play mal im Dunkeln. Damit ihr auch mal sehen könnt, wie dunkel es wird. Ich weiß nicht, ob man bei dir, Bio, jetzt auch schon sehen konnte, dass hinten der Leuchtturm, der am Ufer steht, sich auch wirklich nachts leuchtet. Ja, fein. Das müsste bei dir jetzt zu sehen sein, oder? Ja, ja. Ja, wie gesagt, eine neue Maus habe ich mir auch gekauft, da bin ich ganz stolz drauf. Gleich losgelaufen. Genau. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie wir halt einen Trecker und zumindest eine neue Seemaschine gekauft haben. Und im Dunkeln haben wir es jetzt auch gewesen, wie gesagt. Und ja, aber ist ja noch ein bisschen Zeit, oder? So, und die 15 sind voll. Also, was sind wir bei 15 Minuten? Wir sind schon wieder bei 15 Minuten angekommen. Die Folge ist eigentlich schon wieder ihrem Ende nah. Ja, wir machen das Feld noch zu Ende. Das Feld machen wir noch zu Ende. Genau, das Feld machen wir noch. Zeigen wir euch noch hier und dann weiß ich nicht, Bio, wann wir uns wieder melden wollen bei unseren Zuschauern. Ich wollte jetzt schon so sagen, das war ja. Wir machen jetzt das Feld zu Ende, warten. Naja, eigentlich. Ich finde es halt immer das Tolle, wenn wir dann halt immer so für längere Zeit unterbrechen. Ja, werden wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir das jetzt so machen, dass wir jetzt noch das andere Feld noch schnell fertig machen und sobald es wieder erntereif ist, melden wir uns dann wieder. Genau, zur Erntezeit sind wir wieder da. Alles klar. Na dann, weiterspielen, viel Spaß, ciao, tschüss und bis demnächst. Jo, bis bald. Tschüss. Tschüss.